Ja, Mirko, es ist nun soweit. Du verlässt den FC Luzern in Richtung Amerika und gehst zu San Jose Earthquakers. Was gab den Ausschlag? Ja, ich glaube, es war immer ein Traum von mir, dort zu spielen. Und wo ich gehört habe, dass die haben Interesse an mir, und ich war sicher, habe ich Freude gehabt. Und ich bin auch froh jetzt, dass alles geklappt hat. Und ja, ich bin bereit für diese neue Adventure. Mit Jamie Rücker verliert der FC Luzern einerseits einen tollen Menschen, andererseits einen guten Fußballer. Was waren deine schönsten Momente in den letzten 5,5 Jahren? Ja, es waren viele schöne Momente hier, und wegen das will ich alle zum Fans, die Superfans haben mir immer die ganze Zeit unterstützt, in guten Momenten, auch in schwierigen Momenten. Für das will ich bedanken bei allen und auch beim Trainerstaff und beim Club sowieso, bei allen ein Dankeschön. Das war eine super Zeit so in diesen 5,5 Jahren, und ich werde immer in meine Erinnerungen haben. Du bist in Luzern fast heimisch geworden. Wie groß ist die Chance, dass du in 3 Jahren vielleicht wieder nach Luzern ziehst? Ja, ich muss sagen, Luzern ist meine zweite Heimat, und ich habe hier so viele Kollegen, so viele gute Freunde, und es ist sicher ein Ziel von mir, dass ich einmal wieder zurückkomme, und wann das wird, ich weiß noch nicht, aber ich hoffe, es ist schnellstmöglich, ja. Ja, Mirko, danke für alles, und wir drücken dir die Daumen in Amerika. Wir sind uns sicher, dass du auch dort voll einschlägst. Danke, ich wünsche auch dem FC Luzern weiterhin viel Glück, und ich hoffe, dass die schaffen, dieses Jahr noch das Cup zum Gewinnen.